In diesem Video finden wir einen schönen Freistehplatz. Gibt es etwas Leckeres zu essen? Wird es verdammt eng? Gibt es noch etwas Leckeres zu essen? Achtung, nichts für zarte Gemüter, es wird blutig. Und wir besuchen ein Kulturerbe, das Kaspar am Redil. Bevor es weitergeht in Richtung Skora, wo zahlreiche alte Kaspars zu finden sind, suchen wir erstmal einen Übernachtungsplatz und verlassen dafür die Hauptstraße. Und es geht wieder ein bisschen, ganz kleines bisschen auf Rot. Wir finden aber sofort in einer etwas vertrockneten Palmenoase einen schönen Platz, wo wir die Nacht verbringen können. Zum Abendessen ein leckerer bunter Salat und dann machen wir uns noch ein kleines Feuerchen. Am nächsten Morgen auf meiner Hunderunde finde ich einen gerade neu ausgehobenen Brunnen. Das Wetter ist etwas schlechter geworden. Ihr seht, es ist bewölkt und so um die 20 Grad rum. Aber wir machen auch bald wieder eine Rast und suchen uns ein kleines Restaurant, wo auch schon einige Mopedfahrer zu Gast sind. Hier wird ordentlich gekocht und gekokelt. Och, da lassen wir uns anstecken und bestellen uns auch was Leckeres. Nämlich ein leckeres Berber-Omelette. Mmh, köstlich. Merci. Weiter geht die Fahrt immer entlang der Route der Kaspars. Wir lassen uns häufig ja durch Google Maps leiten und das ist in diesem Fall nicht unbedingt so eine gute Idee, denn jetzt wird's definitiv eng. Manchmal ist es dann doch besser, jemanden zu fragen, der sich auskennt. Und wir finden einen Muppet-Fahrer, der uns dann den richtigen Weg zeigt. Das ist auf jeden Fall für uns eine große Hilfe. Und so finden wir mit seiner Hilfe dann auch unser Ziel, nämlich die Kaspar 123 Soleil. Wir haben es geschafft. Schaut euch das an. Der helle Wahnsinn. Bei untergehender Sonne quasi. Hier voll in der Kaspar-Gegend. Hier hinten ist voll dunkel. Aber das kommt jetzt natürlich mit der Sonne erst recht gut. Wow. Das Kaspar, was wir uns ausgesucht haben, ist ein Volltreffer. Der Weg hierhin ist zwar abenteuerlich eng und für größere Fahrzeuge sicherlich kaum zu machen, aber der Ort ist magisch. Das hier ist ein kleines Paradies. Gärten, versteckte Sitzecken, reichlich Tiere. Das ist einfach toll hier.
lassen uns am Abend lecker bekochen. Ja, okay. Lecker Suppe und lecker Oliven. Yes. Sand rausnehmen. Das würde auch reichen. Das ist nur für mich. Ja, klar, ist nur für dich. Wahnsinn. Okay, unser Abendessen morgen ist auch gerettet. Ich glaube, ich werde satt. Die gute Stimmung hält bei mir allerdings nicht allzu lang, denn die Lea hat sich eine ganz böse Verletzung zugezogen. Ihr seht das hier an diesem schrecklichen Bild. Das Auge oder oberhalb des Auges, das ist komplett geschwollen und vereitert. Ich muss dringend einen Tierarzt suchen. Super lecker sieht das aus und ich habe so gar keinen Hunger im Moment. Naja, egal. Die Sorgen. Ja, genau. Ich packe mir mal da ein. Die Sorgen um die Lea sind dann doch ein bisschen zu groß. Mal gucken, was der Tierarzt sagt. Die Google-Suche nach Tierärzten, die war zwar erfolgreich. Ich habe einen gefunden, der ist in Quarzazate. Das ist so rund 50 Kilometer von dem Platz hier entfernt. Aber sonst gibt es hier irgendwie weit und breit keine Tierärzte. Also mache ich mich am Sonntagmorgen auf den Weg nach Quarzazate und hoffe mal, dass ich einen Tierarzt auch wirklich finde. Ja, das ist tatsächlich die Tierarztpraxis. Ich konnte es selbst kaum glauben. Aber der relativ junge Tierarzt bemüht sich wirklich toll um Lea. Komplett ohne Narkose wird sie behandelt, die Wunde gereinigt und der Eiter ausgedrückt. Boah, ich bin hinterher komplett blutverschmiert und Lea hat wirklich extrem gelitten. Das war echt übel, aber die Hilfe war großartig. Und ich bekomme dann noch auf dem Zettel aufgeschrieben Antibiotika und eine Salbe, die ich mir dann in der Pharmazie hole, die er mir auch noch zeigt. Boah, ich bin wirklich froh, dass ich den Tierarzt hier gefunden habe. Zurück geht's wieder zu Kaspar und ich verpasse schon wieder irgendwie den richtigen Eingang. Es wird wieder krass eng. Ja, da gibt es noch ein Rätsel zu lösen, nämlich was machen wir denn mit Lea und der Halskrause, die jetzt notwendig ist, damit sie sich die Wunde nicht ständig aufkratzt. Ja, da muss man halt ein bisschen erfinderisch werden, weil eine Halskrause kriegst du hier für einen Hund natürlich nicht wirklich. Ich finde einen faltbaren Eimer von Fritz Berger, ihr kennt das vielleicht, eine etwas kleinere Variante. Wir schneiden den Boden raus und mit Kabelbindern wird das an ihrem Geschirr festgemacht. Und so läuft die Lea jetzt eine Woche rum. Erstaunlicherweise funktioniert das super. Nach dann insgesamt etwas ungeplanten 3 Übernachtungen hier in der Kaspar verabschieden wir uns von den Besitzern. Das war wirklich nett hier, auch wenn auch schwer zu erreichen. Wir machen uns auf den Weg zu einem Kulturerbe. Unser Ziel liegt quasi direkt um die Ecke. Das ist ein Kulturerbe, das ist die berühmte Kaspar am Riedel. Ein Teil der alten Kaspar ist noch Hotel, das andere kann gegen Eintritt besichtigt werden. Das ist wieder so eine Sache hier, wo man irgendwie wahrscheinlich ohne Ende filmen könnte oder Fotos machen könnte. Diese Kaspar, die ist wohl im 18. Jahrhundert entstanden und dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann nochmal grundlegend erneuert worden. Und ihr seht, das ein Teil der um die Innenhöfe herum erbauten Gebäudekomplexe, die kann man besichtigen und auch besteigen. Und hier gibt es halt ein sehenswertes Museum. Naja, das Kaspar ist hier natürlich für die Touristen auch mit aufgebaut, das ist ja klar. Es ist aber Kulturgeschichte und ihr seht die ganzen Gegenstände, die im Alltag gebraucht wurden. Das ist ein bisschen wie ein Freilichtmuseum hier, ne? Aber total beeindruckend. Wurde hier wohl noch bis in die 60er Jahre und das, was man hier so sonst verwendet hat, nämlich die Gegenstände des häuslichen Bedarfs aus Keramik, Flechtwerk und so weiter, das kann man hier alles so sehen.
So, die Kaspar könnte man kennen, wenn man marokkanische Geldscheine kennt. Denn auf dem 50-Dirham-Schein ist die Kaspar mit drauf. So, ihr seht die kleinen Fensterchen. Das ist natürlich die Garantie dafür, dass das eben auch in den ganz heißen Sommern, die hier normal sind, auch wenn das hier so ungefähr auf 1200 Meter Höhe liegt, dass hier drin schön kühl bleibt.